Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir sind ja hier immer noch im Ursprung unterwegs und ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wann das Ende endlich in Sicht ist. Wir kommen ja eigentlich ja immer jedes Mal eigentlich immer an diversen Checkpoints hier vorbei, aber naja. Bisher ist keine neue Cutscene erschienen. Wir haben jetzt keine Ahnung, was das eigentlich ja mit der Handlung so ist. Stattdessen, naja, haben wir erstmal wieder hier so einen einzigartigen Gegner vor uns, der jetzt einfach mal ein bisschen aufs Maul kriegt. So, wollen wir mal schauen, wie wir das hier jetzt alles regeln können. Also er holt sogar auch Hilfe herbei, das ist nicht so schön. So, muss erstmal eigentlich ja gucken, wie wir hier weiter vorankommen. Au! Verdammt! Verdammt, ich hätte mal ein bisschen schneller reagieren sollen. Autsch! Was zum... Boah! Alter, was ist denn das für ein Gegner? Oh no, not good. Boah! Alter, sag mal, was ist hier los? Sag mal, was ist denn das für ein Gegner, ey? Der ist ja megamäßig stark. Ich habe jetzt irgendwie nicht zwischendurch mal den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt, oder? Oh Gott, der rasiert uns ja alle weg wie nichts. Dann würde ich mal sagen, den hebe ich mir lieber mal für ein andermal auf. Meine Fresse, das war ja... echt ein bisschen zu viel, das war echt ein bisschen zu krass. Ja, dann gehen wir einfach erstmal lieber weiter. Also, den hebe ich mir für ein andermal auf. So wild bin ich jetzt nun auch nicht darauf. Jetzt zeige ich ja hier jede Spezialtechnik für den Seelenkontrolleur zu erlernen. Nee, dann gehen wir lieber mal hier lang, neben den Fahrstuhl und hoffen mal eigentlich hier am Ziel anzukommen. Ja, dann los. Okay, da müssen wir hin. Okay, wenn sogar sowas hier kommt, dann scheint das ja wohl wirklich eigentlich ja schon ziemlich nah am Ziel zu sein. Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir ja jetzt sogar wirklich bei der Kerversischen Königin an, aber werden dabei gleichzeitig auch bestimmt von N erwartet. Warten wir es ab. Ah, aber erstmal muss ich den Großen hier noch wahrscheinlich hier erstmal plattwalzen. So, wenn wir erstmal eigentlich einmal ein bisschen die Techniken aufladen. Wow, es geht mir ab. Ich wollte schon gerade sagen, ich dachte, ich wäre jetzt hier gerade durch den Boden geglitscht. Wow. Autsch. Aber geht's noch? Was zum... Wie hat er das gemacht? Ich dachte, ich bin unbesiegbar, wenn ich das Lucky Seven ziehe. The fuck, Ich check gerade gar nichts mehr. Wurde nicht irgendwie was davon gesagt, wenn ich Lucky Seven gezogen habe, dass ich unverwundbar bin für diesen Zeitraum?
Okay, das Spiel verarscht mich einfach nur. Egal, machen wir erstmal das hier. Gut. So, nur einzusetzen wäre jetzt eine dumme Idee eigentlich. So, nehme ich lieber Senna. Und natürlich Mio. So, 63%. So, mit wem fangen wir an? So, nehmen wir aber erstmal unblockbare Attacken. So, wen nehme ich denn als nächstes rein? Ich würde mal sagen, ja, Noah ist gut. Kriege ich auch erstmal Präventivbonus. So. Truppenspalter mit Flächenheilung wäre gut. So, der ist wenigstens schon mal hinüber. 187%, aber das ist egal. Also einen Angreifer kriege ich auf jeden Fall wieder zurück, das ist schon mal klar. Ob jetzt Noah oder jetzt hier Tyon ist, ist eigentlich völlig Wumpe. So, okay, dann wollen wir mal schauen. Erstmal Senna einen kleinen Präventivschlag, damit wir erstmal einen kleinen Schadensbonus bekommen. So, 40%, das sollte schon mal reichen. Tyon und Mio. So, dann bleibt jetzt eigentlich ja nur noch zum Schluss entweder Senna oder... Also entweder Lance oder Noah jetzt für den Finisher. Dann würde ich mal sagen, ich nehme erstmal das hier, dann kriegen wir erstmal sogar einen Angriffsbonus. Nochmal weiter die Flächenheilung. So, 99%. Und jetzt brauchen wir nochmal hier den hier. Ach, schade. Leider nicht auf 200% rüber. Reicht aber schon. Ja, dann wollen wir mal gucken, wen nehmen wir rein. Also erstmal würde ich sagen, Senna kommt erstmal schon mal rein. Das bringt erstmal schon mal sowieso Prozente. So, 76%. Dann lassen wir natürlich erstmal hier alle Heiler reinballern. Boah, Unmacht. Not bad. Der Schaden ist auf jeden Fall immens gerade.
Oh, bin ja mal gespannt, ob wir dieses Mal leider nicht. Schade, ich hatte ja gehofft, wir kommen vielleicht doch nochmal auf 300%. Aber naja, hat trotzdem was gebracht. I guess. So, gucken wir mal. Rang 14, Rang 13, 18, 14, 10, 19. Ja, läuft doch gut. Gefängnis der Ewigkeit. Ich schätze mal, hier sind wir richtig. Over there. Man, that's our queen, Melia. That's vile. How could they do this to her? With all we've seen of Mobius, I'd put nothing past them. We have to release her. Yeah. Took you long enough. I know that voice. It's N. You look unwell, like me, when you had us locked up. Got my just desserts. Well, don't you look smug with my woman on your arm, Noah. Does this face really look smug to you? What else would you call it, huh? N. Poor Claude. You don't understand anything. You cannot have the Queen. She is the fulcrum of origin itself. By my very existence, I will keep her from you. Well, that's not gonna happen. Our schedule's tight enough as is. And also, this is our Queen you're talking about. So get ready for a right royal thrashing. You're effectively a part of Noah himself. We'd really rather not hurt you. But we will if we have to. Because if you get in our way, then Mobius or not, we're throwing out all the stops and then some. Don't fool yourselves. Willpower alone won't change the world. We'll prove you wrong. You'll see. Watch. You cannot hope to win. Not while I stand here, at the brink of the void. Void. Hmm? That's just your grief. What? It's called sadness, Em. We came here for you, to honor M's wishes, and to rescue you from your sorrow. To rescue me? What meaning does that tripe hold for me? Now that all is past, why should it matter? If you don't know, then let me teach you. I'll drag you with me, deep into the void, to the depths of despair. Versuch es ruhig. Du wirst sehen, wohin das dich nur führt. Jetzt wird es langsam Zeit, ihm die richtige Antwort zu geben. So, warte mal, wer wurde gerade umgeworfen? Ich habe keine Ahnung.
So, dann bin ich jetzt mal an der Reihe. Schwert des Ursprungs gegen Schwert des Endes. Das dauert ewig lange, bis man eigentlich überhaupt erstmal hier Lucky Seven jetzt eigentlich ja quasi voll auflädt. Komm schon. Okay, es funktioniert. So, ich bin ja mal gespannt. Also eigentlich könnte ich doch auch in der Angriffskette jetzt eigentlich ja den Skill haben. I guess. So, 69%. Oh, verdammt, ich habe Taion gar nicht dabei. Shit. Kein Stress, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, er hat widerstanden. Not good. Naja, wichtig ist ja eigentlich nur, dass ich zwei Angreifer am Start habe. Juni bräuchte ich eigentlich ja gar nicht für die Angriffskette zu verwenden. So, jetzt muss ich mal nachdenken, wie kriege ich das am besten auf die Reihe? So, 34%. Lass mal schauen, also zumindest schaffe ich es auf 150%. So, Tachyon-Schnitt. Mhm. Okay, Senna. Na, da habe ich jetzt wirklich gerade nicht richtig aufgepasst. Hoffen wir mal, dass wir es auf 150% schaffen. Ach, leider nicht. Schade. Das sollte auf jeden Fall reichen. Okay, gerade so drüber. So, und jetzt sollten wir eigentlich auch gleich die Ouroboros-Kombo schaffen. So, Noah kommt zurück.
zusammen mit dem Rest. Naja, außer Ashera natürlich jetzt. Jetzt muss ich ja erstmal überlegen. Also, wenn ich jetzt Senna nehme, habe ich jetzt natürlich das Risiko, dass ich jetzt sofort über die 100% komme. Deswegen, ich lasse es lieber mal. Mache ich das lieber so. So 210%, das langt doch. 1000 Nadelstiche und dann ist der Typ futsch. Hoffe ich mal. Also irgendwie ist der Schaden irgendwie ja dann doch so ein bisschen, naja, eher minimal. Verdammt, so knapp. Naja, er ist aber so gut wie hinüber. Das ist ja halt doof, ich krieg jetzt leider natürlich nicht den Bonus. Egal, das wird schon gehen. Das Gute ist ja eigentlich ja sogar, N hatte jetzt hier keine Zornesaura. Das heißt also, seine Taktiken waren immer bisher gleich. Also wird schon schief gehen, würde ich sagen.